So, es sind ein paar Tage vergangen. So ein, zwei Tage. Weil wir ein bisschen viel zu tun hatten, ein bisschen viel Stress hatten. Deswegen zeigen wir euch jetzt, wie der Innenraum aussieht bis jetzt. Guck mal hier. Hier, komm mal rüber, Johnny. Na, man muss ja wirklich überlegen, für wie wenig Euro und für wie wenig Geld wir den Himmel geholt haben. Guck mal, was das für eine Höhle jetzt ist. Guck mal da hinten, die C-Säulen haben wir gemacht. Ah. Jetzt sagen manche wieder, oh, das ist doch nicht so cool. Aber ganz ehrlich, für das Geld, für den Spaß, den du hast beim Basteln, finde ich es die geilste Alternative, die man machen kann. Aber glaub mir, das Zeug ist zwar selbstklebend, aber die Klebe reicht nicht. Nee, ich musste selbst nochmal so einen Lederverarbeitungskleber dazwischen machen, auf das Material und auf dieses Alcantara-Kunstzeug. Und dann klappt das auch. Wir sind noch nicht ganz fertig, das ist nur so eine kleine Zündstufe. Jetzt hauen wir noch Sitze rein, ja, die habe ich auch von eBay. Ja, gebrauchte Recaros, die hauen wir noch rein. Und dann bin ich der Meinung, ich weiß nicht mehr, was ich für die Sitze bezahlt habe, die kriegst du teilweise günstig, aber trotzdem ist es auch Geld. Die Sitze müsst ihr nicht machen, weil ich finde, die Sitze sind auch cool. Aber jetzt hauen wir die Sitze noch dazu. Dann haben wir den Himmel, wir haben das Lenkrad, wir haben so ein, zwei Kleinigkeiten gemacht und dann wiegt das nämlich gar nicht mehr wie so ein Golf 4 für 5,50 Mark. So, Sitze rein, bis gleich. Und dann machen wir da weiter mit Leistung. Wir sind ja nicht hier bei Tine Wittlers Innenraumaufstattung. Ach ja, kleine Sache. Und zwar, wenn euch die Sachen hier nicht gefallen, dann lackiert die einfach schwarz. Das hält eigentlich von der Farbe her ganz gut. Einfach Schnarzknall, genauso wie die Bedienelemente. Das klappt eigentlich alles ganz gut. Und weil sonst, wie der Innenspiegel zum Beispiel, dann hat er den normalen Farbton, den haben wir jetzt gelassen. Aber da könnte man zum Beispiel den Innenspiegel nehmen vom Passat, vom neuen. Kennt ihr den? Den ohne Rahmen. Der geilste Innenspiegel dieser Welt. Dann hast du eigentlich nur das Glas. Ja. Wie so ein iPhone. Mhm. Und hast dann halt keinen Rahmen drumherum. Das ist geil. Das ist ziemlich sexy. Kostet aber auch. Der kostet viereckig. Aber der wäre jetzt noch die Krönung hier drin. Lassen wir aber weg. Jetzt komm ich sitze. Hohohoho, die sind auch dreckig. Der ganze Wagen ist dreckig. Du bist ein absoluter Stinkstiefel. Was ich mache, ich mache den erst sauber und dann gibt es einen kleinen Porn. Ich saug den eben und dann könnt ihr eben Innenraumporn machen, okay? Der hat die ganze Zeit nur Tine Wittler.